Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Heute das zweite Video mit einem leichten Maschinengewehr. Und zwar spielen wir heute das M91 auf Gold. Wir müssen auf jeden Fall noch 5 montierte Waffenkills machen und einen Abschuss komplett ohne Aufsatz. Sollte eigentlich relativ easy sein und diese Waffe ist auch wieder mal extrem OP. Werdet ihr natürlich auch im Verlauf des Videos sehen. Natürlich gibt es auch wieder meine beste Klasse mit der Waffe. Und falls ihr Bock auf das Ganze habt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Road to Damascus Folgen bzw. Modern Warfare Videos verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne einen kostenlosen Abo da lassen. Würde mich echt mega freuen und ich würde sagen, machen wir das Ganze schnell mal auf Shipment Gold. Wir sehen uns in der Runde. Let's go. So, da sind wir. Team Deathmatch auf Shipment. Das sollte jetzt eigentlich alles relativ easy in einer Runde klappen. Shipment ist, glaube ich, aktuell wirklich an so einem Tiefpunkt angelangt. Es gibt, glaube ich, keinen, der da wirklich mehr Spaß auf der Map hat, weil einfach jeder seinen Arsch abschwitzt mit Shotgun, mit Noob-Tube, mit allem Möglichen, was in diesem Spiel abfuckt. Und alles ist so komprimiert auf diese Minimap. Mir kann keiner erzählen, dass er aktuell Spielspaß auf der Map Shipment hat, so wie es jetzt aktuell im Start ist, weil jeder spielt Shotgun, es ist einfach nur noch Noob-Tube. Vernünftig spielen war auf der Map eh ja immer ein schwieriges Thema und da ist die Goldtarnung. Let's fucking go. Seit Season 2 am Start ist Shipment einfach nochmal viel, viel schlimmer geworden. Natürlich, die meisten spielen auch ihre Waffen einfach auf Gold, aber es ist halt einfach nur noch anstrengend. So, da ist die M91 auf Gold und damit auch das zweite leichte Maschinengewehr auf Gold. Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Let's go. Ich muss sagen, die Goldtarnung sieht auf der Waffe ganz okay aus. Ich hatte es mir ein bisschen schlechter vorgestellt, deswegen... Ja. Ach, Diggi. So, nice. Oha. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal für den Support auf die letzten Videos bedanken. Es war wirklich krank, was ihr da abgerissen habt. Also vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir versuchen das Ganze jetzt nochmal mit den Lobbys. Und ja, wir sehen uns in der Runde. Let's go. Die LMGs sind im Game teilweise einfach viel zu krank. Ich würde sagen, die M91 ist vielleicht ein bisschen schlechter als die... Oha, oha. Schwieriges Thema. Alles klar, sie spawnen einfach alle da. Was? Ich würde sagen, die M91 ist ein bisschen schlechter als die PKM von der Stärke. Aber dafür mit den richtigen Aufsätzen ist sie nochmal ein Stück beweglicher und für kleine Maps ohne mal gut geeignet. Moin. Das, was die Waffen so ohne mal OP macht, ist einfach dieses 100-Schuss-Magazin. Ich glaube, fast jedes leichte Maschinengewehr hat 100 Schuss im Magazin. Ich nehme das Video hier am Dienstagmittag auf und... Eigentlich sollte heute ein kleines Update kommen, also ihr werdet das Video vermutlich ein bisschen später als Dienstag sehen, deswegen schreibt gerne eure Meinung zu diesem Update in die Kommentare, falls überhaupt ein Update kommen sollte. Okay, spawnen alle hier. Man kann über Modern Warfare echt sagen, was man will, aber irgendwie sind alle Waffen doch auf ihre eigene Art und Weise irgendwie spielbar und gut. Also es gibt jetzt keine Waffe, die wirklich ohne mal schlecht ist und die man gar nicht spielen kann. Das ist schon wirklich sehr, sehr positiv, finde ich. Das ist jetzt nicht so, dass du ein, zwei Waffen hast, die wirklich alles wegreißen. Das war vielleicht am Anfang so mit der M4 oder 725. Natürlich hast du vielleicht die ein oder andere Waffe, die vielleicht ein bisschen stärker ist als die andere, aber im Großen und Ganzen sind die Waffen alle gleich spielbar, finde ich persönlich. Okay, chillt hier. Ich sehe einfach nichts, das spiegelt einfach alles. Oha, Digga, diese MGs sind einfach so anders unfair. Sie sind so krank gut meistens. So, wieder raus. Diese M91-Klasse, die ich hier am Start habe, ist auf jeden Fall only zum Rushen geeignet. Also wenn du jetzt auf lange Distanz Kills machen willst, ist es ein bisschen schwierig, denn die Waffe hat schon leicht Rückstoß. Aber mit diesem Setup ist die Waffe extrem beweglich und man kann wirklich gut durch die Gegner rushen. Vor allem auf kleinen Maps, die was war das denn? Wie zum Beispiel auf Shipment, Shoothouse, Rust geht diese Waffe wirklich ohne mal ab. Schreibt mir auf jeden Fall gerne auch in die Kommentare, mit welcher Waffe die nächste Road to Damascus-Folge kommen soll. Ich werde natürlich auch immer ab und zu... Umfragen machen, wie sie da campen, Digga, wie sie da zu zweit einfach campen. Durch die ganzen Videos zu Season 2 sind jetzt auch ein bisschen weniger Road to Damascus-Folgen in den letzten Wochen gekommen. Das Ganze wird sich auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder ändern. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich die Damascus-Tarnung zu bekommen. So, ich zeige euch jetzt erstmal mein bestes Klassensetup für die M91. Ist alles, wie gesagt, zum Rushen geeignet. Also ich bin nicht der Spieler, der jetzt sich mit MG in die Ecke hockt und beziehungsweise alles abaimt. Die Klasse ist auf jeden Fall dafür ausgelegt, dass man sich ein bisschen bewegt, dass man immer in Bewegung bleibt, also ganz normal spielt, würde ich sagen. Bei den Aufsätzen nehmt ihr auf jeden Fall bei der Mündung nichts. Beim Laufen nehmt ihr den M91 Infanterielauf für die ZV-Geschwindigkeit, was ganz wichtig ist. Dann beim Laser nehmt ihr den taktischen Laser wieder für die ZV-Geschwindigkeit, beim Visier nichts, beim Schaft spielt ihr ohne Schaft. Theoretisch, wenn euch die Waffe ein bisschen zu sehr verzieht, könnt ihr da auch ganz normal den XRK-Striker-Schaft reinhauen, der nochmal für die ZV-Geschwindigkeit gut ist. Allerdings geht hier die Rückstoßkontrolle nicht so krass verloren, wie jetzt zum Beispiel ohne Schaft. Beim Unterlauf habe ich den Ranger-Vordergriff nochmal für die Rückstoßkontrolle und die Zielstabilität. Theoretisch könnt ihr auch den Söldner- oder den Schützen-Vordergriff nehmen. Ich bin jetzt mit dem Ranger-Vordergriff eigentlich am besten klargekommen. Bei der Munition braucht ihr nichts, denn ihr habt 100 Schuss im Magazin und das sollte euch eigentlich reichen, wenn ihr Plünderer dabei habt. Und beim Griff habt ihr das gemusterte Griffband nochmal für die ZV-Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Klassensetup für die M91. Wie gesagt, die zweite Waffe, die wir von den leichten Maschinengewehren auf Gold haben. Und ja, wie gesagt, testet die Klasse gerne. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt doch nochmal Shipment an. Let's go. So, das ist der erste. So, schmeckt. Wo ist der nächste? Er spawnt einfach da. Alles klar, Digga. Du kannst diese Map einfach nicht mehr vernünftig spielen. Jeder spielt mit fucking Shotgun, um irgendwelche... Super. Jeder läuft mit so einer fucking Shotgun rum. Es ist einfach so lächerlich. Ah, so, jetzt reicht's mir, Digga. Jetzt reicht's mir. Digga, dieser El Diablo, was macht der da? Er macht einfach einen Quad. So, jetzt reicht's mir. Ich glaube, er hat auch den Spaß seines Lebens. Du kriegst jetzt die Shotgun zurück. Da hast du es, Digga. Deine eigene Shotgun. Wie schmeckt die? So, Vito raus. Let's go. Schmeckt. Ich glaube, es gibt kein Wort, was Modern Warfare so krank gut beschreibt wie Hassliebe, denn es gibt so viele Dinge, die machen wirklich Spaß. Gleichzeitig gibt es aber wieder so viele Dinge, die komplett unnötig sind, abfucken und einfach nur nervig sind. Trotz all dessen habe ich meistens wirklich Spaß an einem Game. Natürlich hat man immer seine Momente, wo man gar keinen Spaß bzw. gar keine Lust auf das Game hat, aber es ist, ja, ein schwieriges Thema. Ich muss sagen, die leichten MGs sind echt nice zu spielen, also ich hätte es mir echt schlimmer vorgestellt. Seine Visitenkarte. Ich komm, was ist heute los? Was ist das heute? Ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche negativen Vibes, irgendwelche Camper oder irgendwas über Schlechtes über das Game zu sagen, weil ich eigentlich meistens ohne mal Spaß an dem Spiel habe. Aber heute ist es wirklich krank. Was ist heute los? Komm nicht auf diese Visitenkarte klar, Digga. Ich will gar nicht wissen, wie viel er dafür ausgegeben hat. Das ist der erste. Nice. Zweite. Oh, dieser Spot ist einfach so hart lächerlich hier oben. Gönn dir vorrat, Digga. Ah ja. Aim ist zwar nicht da, aber... Kleinte. Schmeckt. So, nice. So, das wär's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren, um keine COD-Videos zu verpassen. Heute waren die Lobbys auf jeden Fall ganz, ganz, ganz schwierig. Trotzdem, die M91 ist eigentlich eine ganz gute Waffe. Natürlich gibt es bestimmt bessere Waffen. Aber natürlich kann man diese Waffe auf jeden Fall spielen. Also ich spiele sie, wie gesagt, in der Rusher-Version. Damit kann man wirklich gut auf kleinen Maps rushen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und Leute, das wär's von mir. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.